Da wir nicht wussten, ob wir eure Namen bzw. Profilbilder verwenden dürfen, haben wir die nachfolgenden Kommentare zensiert. Vielleicht kann man aber seinen Kommentar ja wiedererkennen, bzw. derjenige, der ihn geschrieben hatte. Ja, hallo zusammen. So, ich habe mir mal so ein paar eurer Kommentare rausgepickt, die ihr mir da so verfasst hattet. Ich wollte mal so ein kleines Statement so abgeben. Unter Umständen erkennt ja der ein oder andere, wie gesagt, seinen Beitrag halt. Wir hatten ja schon angekündigt, dass wir die zensiert haben. Ich lese mal kurz mal ein bisschen was vor und dann zeige ich euch mal, dass vieles einfach nicht so ist, wie es hier anscheinend in den Kommentaren dargestellt wird oder wie ihr meint, wie es bei mir halt ist. So, der eine Kommentar hier ist: Aber schade, dass das Geld nie genommen wird, sondern wieder verballert wird. Ein anderer Kommentar ist: Wieso zahlt man sowas nicht aus? Nein, man verzockt innerhalb kürzester Zeit wieder alles. Das ist nicht mehr aus Spaß ins Casino gehen. Das ist Sucht. Bitte lass dir helfen. Oder wie dieser Kommentar: Verspiel nicht immer alles. Hol, wenn du mehr als 100 drauf hast, 100 raus und gönn dir etwas Schönes. Genauso wie: Find's immer wieder schön, wie du alles zeigst, Gewinn und Verlust. Dabei bleibst du auch unheimlich ruhig. Mach dich sau sympathisch und deine Videos so nebenbei zu gucken, ist verdammt beruhigend. Mach weiter so, aber achte auf dein Portemonnaie. Dann hier wieder mal so ein Kommentar: Und alles ist verloren. So, dass dem Ganzen nicht so ist, ich habe mir jetzt natürlich nicht überwiegend nur aus Spielo gewinnen, aber die haben einen Teil dazu beigetragen. Habe ich mir mal etwas für meine Homespielo mal wieder und für zu Hause gegönnt. Und ja, nur mal so für euch, dass ihr halt eben vielleicht doch nicht immer so richtig liegt, dass ich also mein ganzes Geld verzocke. Und nur ganz kurz noch, warum ich auch immer so ruhig bleibe. Und das habe ich auch immer wieder gesagt, ist, dass ich einfach ja nicht dermaßen die Aufmerksamkeit immer wieder auf mich ziehen möchte, indem ich da rumschreie in einer Spielo. Natürlich freue ich mich sehr über die Gewinne innerlich. Ihr merkt ja auch dann teilweise, dass die Kamera etwas wackelt, weil der Puls hochgeht. Gut, und was aber da letztendlich ich mir auch zum Beispiel für meine Homespielo zugelegt habe, das könnt ihr euch jetzt einmal anschauen und ich wünsche euch natürlich auch weiterhin viel Spaß bei den Videos und im Anschluss geht es dann mit den Let's Plays weiter. So, bis dann, euer Karim.
Ja, hallo zusammen. Hab mal wieder Lust, eine Runde in die Spielo zu gehen. Vorab mal eine kurze Info. Es wurde mehrfach gefragt, warum ich kein Bally Wulff spiele. Das Problem ist, dass in den Hallen, wo ich unterwegs bin, mittlerweile gar kein Bally Wulff mehr aufgestellt ist. Beziehungsweise da, wo es Bally Wulff gab, sind die ausgetauscht worden. Und somit habe ich gar nicht die Möglichkeit, Bally zu spielen. Somit bin ich leider auch, oder ja, wenn ich etwas auf Merkur und Novo beschränkt. Ja, also von daher kann ich leider keine Bally-Videos machen, weil ich die Geräte gar nicht finde. So, nur mal so als kurze Info für euch. Ich fange mal an. Ich will mal ein bisschen was anderes spielen als sonst. Ich mache mal wieder mit Explosion. Ich hoffe, dass das Vulkan-Feature mal kommt. Und ich starte mal mit Burning Heat, sofern die Kiste mich irgendwann lässt. So, jetzt aber. Hallo. Guten Tag, Dankeschön. So, nur plus 10, 30 plus 10, 40 Cent und schauen mal, ob ich heute einen guten Tag habe. Scatter ist auch eingestellt, wunderbar. So, dann schauen wir mal, gucken wir mal, ob hier etwas kommt. Das wäre ja mal ganz nett. Ja. Und zack. Man hätte ja wenigstens der dritte Feature-Scatter einlaufen können. Leider nicht. Und aber ich muss auch sagen, mit Novo bin ich in letzter Zeit ganz gut gefahren. Mit Book of Ra Fixed, aber auch mit den anderen Book of Ra Spielen. Ihr habt es ja gesehen und in der Spielbank war ja auch nicht verkehrt. Ist ja auch ganz gut gelaufen. Es wurde oft gefragt, was ist besser, Spielbank oder Spielhalle. Also ich sag mal so, natürlich gilt immer das Prinzip Right Time, Right Place. Also es kann in der Spielbank natürlich viel schneller richtig böse enden, wenn man sich nicht im Griff hat, als in der Spielhalle, weil ja in der Spielhalle durch das Buchen man schon zeitlich etwas begrenzt ist. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das eine oder andere. Also ich habe in der Spielhalle mit kleinen Einsätzen größere Gewinne gehabt. Und in der Spielbank, da spielt man ja eigentlich auch immer direkt, wie ihr gesehen habt, was höher. Und da ist natürlich dann auch klar, dass dann schneller 100 oder 200 € Freispiele kommen, was hier an den Geräten mit 30 Cent dann 30 € oder so gewesen wären. Also von daher ist es schwer zu sagen, was jetzt effektiv besser lief. Also ich hätte fast gesagt, die TR5-Geräte in der Halle, weil ich mit viel kleinerem Einsatz viel höhere Gewinne hatte im Endeffekt als in der Spielbank. Also da ist schwer eine Aussage drüber zu treffen. Natürlich, wenn das so läuft wie jetzt gerade. Aber so kann es natürlich auch in der Spielbank laufen. Nur habt ihr nichts gebucht, sondern habt das Geld direkt reingesteckt und es war direkt weg. Burning Heat lässt mich gerade schwer hängen. Kommt aber echt gar nichts an. Und? Tja, gut. Runde 1 hat Merkur gemacht. Schade. Gucken, ob ich das Geld wieder kriege. So, bis später, Leute. So, machen wir mal mit Novo weiter. Machen wir Book of Ra Magic. Und mal schauen, was da geht. 40 Cent. Vielleicht geht ja bei Novo heute was. Thank you.
Was ich dann auch öfters lese, ist, du spielst immer dieselben Spiele. Also ich bin der Meinung, doch ich versuche wirklich eine ganze Menge euch zu zeigen, also an verschiedenen Sachen. Also ich finde, wenn ich manchmal sehe, was mir angeboten wird als Trends bei YouTube oder so, ich finde, andere habe ich persönlich so den Eindruck, spielen viel eher immer das Gleiche. Ich mache ja auch hier PSM-Tech, wenn ich es denn mal habe, oder ja, versuche mal ganz andere Sachen. Also ist meine Meinung, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben oder schreibt mal rein, was ihr denn gerne vielleicht mal sehen würdet. Und wenn ich so sage, okay, das Spiel finde ich auch ganz gut, dann kann ich das ja auch mal machen. Das soll jetzt aber keine Abo-Wunschaufforderung sein, wie beim 20.000er-Special, sondern das ist nur so, dass ich vielleicht auch Spiele gar nicht mehr so auf dem Schirm habe. Die könnt ihr mir ja nochmal so dann ins Gedächtnis letztendlich rufen. Novo läuft aber auch schon wieder sparsam hier. Ach, jetzt müsste ich drüben mal buchen gehen. Jetzt ist blöderweise der Merkur so weit weg, um auf Einsatz zu drücken. Gucken, ob ich das hinkriege. So. Zumal ich auch Buzzer spiele, Motion. Und das sind ja auch so, sag ich mal, etwas eher außergewöhnliche Sachen. Ich dachte, ich zeige euch damit mal so ein paar Sachen, was ihr halt eben nicht immer so alltäglich in solchen Videos seht. Mal ein bisschen Abwechslung damit. Das ist so mein Eindruck. Also wie gesagt, ich nehme eure Ratschläge ja auch entgegen und schaue sie mir an. Jawohl. So, dann hoffen wir mal das Beste. Auf geht's. Ein Vollbild dürfte ja mal drin sein. Selbst bei Novo spiele ich alles mal querbeet, wo ich denke, dass das interessant ist. Ah, sag ich ja, ein Vollbild dürfte ja mal drin sein. Also es ist einfach meine Einschätzung, aber wie gesagt, ich lese ja, was ihr so in die Kommentare schreibt. Nur ich reagiere nicht immer drauf, das ist das andere, weil mir auch manchmal die Zeit einfach fehlt. Ich bin beruflich auch sehr eingespannt. Ja, war doch schon mal nette Freispiele. Gehen wir es mal mit 50 Cent weiter. Na, jetzt ist er aber tot. Ich glaube, ja, hier habe ich leider kein Pokémon fixt jetzt. Egal. So. Mach ich mal Forest Beauty. Finde ich eigentlich auch ganz witzig, weil es wie Dynasty auf Ra ist. Und das habe ich eigentlich auch immer mal ganz gerne zwischendurch probiert. Thank you.
Komm, mal ein paar Freispiele wären schön. Ich meine, halten tut er sich ja im Moment. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Gewinnplan bei Dynasty of War auch so relativ hoch war. Ob jetzt das nur eine andere Grafik ist oder ob hier der Gewinnplan sogar etwas höher ist wie bei Dynasty of War. Ich habe das gar nicht so in Erinnerung, dass bei Dynasty of Ra 3000 Euro bei 60 Cent in einem Vollbild mit Damen wären. Ich weiß es aber jetzt auch ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr so. Der Gewinnplan da auch so hoch, weil ich hatte den Eindruck, dass der niedrig ist, dass man bei 60 Cent bei dem Spiel eher 600 hatte. Aber ich weiß es nicht mehr richtig. Na, jetzt lässt aber nach. Ach, der geht ja von 8 her auf 16 auf 0. Ich dachte, der fällt wieder auf 4. Na, nicht nachgedacht. Na gut. Stimmt, die Leiter ist ein bisschen anders. Ist sehr. So, Mauer 30 plus 30. Jetzt kommt nichts mehr. Tja, schade. Da war dann schon wieder vorbei. Geh aus. So. Gut, bis später.